mein Gott, heute will man einfach nicht. Ja, Prost erstmal. Ich habe keine Ahnung, was das hier alles ist. Ich kann mich daran gar nicht erinnern. Was ist das hier? Der Teufel der Karibik. Was das für ein Spiel ist, das sieht man ja. Klingenkreuz. Helix. Ich kann aber auch nicht zurück, ne? Ich kann das jetzt hier nur spielen. Eigentlich dachte ich, das ist Assassin's Creed Unity. Ich habe jetzt meinen Spielstand gelöscht, weil sonst kann man wohl kein neues Spiel starten. Ja, der Schatten des Kaisers. Mal gucken, was passiert. Jacques de Molay, der letzte der heldenhaften Tempelritter, war ein Mann mit Grundsätzen. Ein großer Geist von jenen hintergangen, denen er vertraute. Erleben Sie in dieser Folge von Gefallene Helden Jacques de Molays tragische letzte Stunden, gesehen durch die Augen eines seiner engsten Freunde und seines Ratgebers. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Das soll Unity sein? Also, man muss die Cloud-Speicherung ausschalten und dann einen bestimmten Spielstand im Savegame-Ordner löschen, dann startet das neu. Anders kann man hier kein neues Spiel starten. Ganz seltsam, es speichert. Das sieht nach Paris aus, ja. Wer ist da? Ein Freund des Tempels. Florac, der Urteilsspruch des Rats war eindeutig. Ihr seid hier nicht willkommen. Ich muss mit dem Großmeister sprechen. Er ist beschäftigt, wie die anderen. Vielleicht ein andermal. König Philipp sieht das anders. Verflucht, Mann. Na, bin ich nicht schon im Kerker verrottet? Ich verstehe es kaum. Ja. Man hat uns verraten. Zieht die Schwerter. Verteidigt den Tempel. Nicht ihr, Bruder. Für euch habe ich was anderes. Kommt mit. Folgen? König Philipp geht schneller vor als erwartet. Da sind andere Finger im Spiel. Der Papst? Die Assassinen. Assassinen? Ich dachte, die Mongolen hätten ihre Macht vor Jahrzehnten gebrochen. Die Assassinen sind älter als Masyaf, mein Freund. Ihre anarchischen Ideale sind ansteckend wie die Pest. Und auch schwieriger auszulöschen. Du gehörst! Wir sind jetzt Tempelritter, würde ich sagen. Ihr euch retten wir den Ort, was ich tue. Geht zum Turm. Nehmt Schwert und Buch. Versteckt sie. Die Assassinen dürfen sie nicht finden. Großmeister. Geht! Oh! X! Runter! Hast daneben gehauen! Ey! Die Brücke! Halt! Verdammt! Verdammt, das Fenster! Ah, das lauf doch! Das Fenster, ich hab's doch gesehen. Hier ist eine Leiter. Oh, schon. Huch! Oh, der Controller. Entschuldigung. Nicht ein Eirich. Muss ich hier hoch? Ich muss hier... Oh, halt! Oh. Rechten Trigger und A hochklettern. Ja, das habe ich schon getan. Instinktiv. Finden. Soll ich jetzt hier rein? Wo bin ich denn jetzt? Da. Ich soll runter. Schwert und Buch. Der Turm.
gestürmt. Komm, wir müssen den Assassinen töten. Ich. Und weg ist er. Doch nicht ganz. Ich seh nix. Ah. Wo ist er denn? Hä? Hier. Der läuft wieder, ne? Der Controller geht noch ein bisschen schnell. Das Schwert brauchen wir. Huch! Der kennt sich aus. Ein Isu-Artefakt oder was? Jetzt wird's weggesperrt. Das Schwert? Das solltest du doch da... Das macht Sinn. Das ist doch da nicht sicher. Jahre später. Ich habe das irgendwie anders in Erinnerung alles. Papst Clemens, hört mich an. Noch vor Ende des Jahres werdet ihr vor dem Richtstuhl Gottes stehen. Und ihr, König Philipp, für die schmachvolle Schändung des Tempels kann keine Bestrafung schrecklich genug sein. Seid verflucht! Verflucht bis in die 13. Generation! Verflucht sollt ihr sein! Gierig von den Flammen des Zorns verschlungen, fand das Zeitalter der großen Weisheit ein schmerzhaftes Ende. Die Tempelritter, einst stolze Bewahrer von Ordnung, Frieden und Erkenntnis, gab es nicht mehr. Ja, lass einen Sniffer laufen. Wenn Abstergo uns anpingt, hol mich raus. Ein Sniffer? Okay. Ich habe ein Bild. Hallo. Du bist bestimmt verwirrt, also mach ich's kurz. Ich bin Bishop. Nicht wirklich, versteht sich. Aber mehr verrate ich heute nicht. Bitte hör gut zu. Abstergo will dich benutzen, um mithilfe deiner Neuronen genetische Erinnerungen zu durchforsten. Die Typen haben ihre Finger bereits in zahlreichen Regierungen, Pressekanälen und NGOs. Aber jetzt wollen sie die Kontrolle über die Geschichte. Macht dich das nervös? Dann ist gut. Aber wir werden sie stoppen. Und ich brauche deine Hilfe. Deacon, lade Gensequenz AD16, B13, I87. Ja, ist gleich soweit. Letzte Woche erhielten wir Zugang zu einem Satz nicht sequenzierter Erinnerungen auf den Helix-Servern. Zunächst wirst du dir eine kleine Probe anwählen, damit du verstehst, wofür wir kämpfen.
Und danach kannst du selbst entscheiden, was passieren soll. Wir warten. Hä? Fragezeichen über meinen Kopf. Ich hoffe, das haut auch alles hin, so wie ich das möchte. Ich kann mich erinnern, zu Beginn war man irgendwie bei einer Veranstaltung und man war ein kleiner Junge, der da zum Beispiel. 27. Dezember 76. Also das Spiel ist zwischen Assassin's Creed 3 und Black Flag erschienen, glaube ich. Arnaud, genau. Kann ich nicht mitkommen, Vater? Nur Mut, mein Junge. Du wartest hier. Ich komme wieder, wenn dieser Zeiger ganz oben steht. Das dauert ja ewig. Nicht so lange, wie du glaubst. Und wenn ich zurückkomme, sehen wir uns das Feuerwerk an. Und Arno? Keine Abenteuer, ja? Ja, Vater. Wie alt mag der sein? 10? Ja. Kinder waren schon immer so, glaube ich. Hm? Komm, Arno. Ich kann ihn noch nicht steuern jetzt. Datenbank öffnen. Ah, genau. Ist sie das? Nee. Ist das die Datenbank? Das ist die Datenbank. Oh. Oh, ja, ja. Folgen. Willst du da einfach sitzen bleiben? Ich komm doch schon. Zu dir, meine ich. Wo bist du denn hin? Mädchen? Das ist schön hier. Huch! Oh. Ich bin auch ein Spanferkel. Schneller, schneller. Die kann schnell laufen. Ich mag sie. Alle. Stehlen? Ich wette, du klaust keinen. Was ist denn da jetzt so schlimm dran? Das ist nur ein Apfel. Ich kann keinen Apfel stehlen. Jetzt. Die! Leg ihn zurück! B, ja? Weißt du, welche Strafe auf Stehlen steht? Die sind für deine königliche Hoheit, nicht für Gesinde wie dich. Ah, Tipp. Mist. Was ist passiert? Hab ich dich! Verdammt, was zum Teufel geht hier vor? Wo muss ich überhaupt hin? Ich glaube, hier kann ich lang, ne? Ich weiß das nicht mehr so genau. Nee, hier kann ich nicht lang. Da stand irgendwas mit dem Mädchen sprechen. Hier kann ich mich verstecken. Da ist eine Wache. Vielleicht hilft die mir weiter. Hallo, Herr Wachmann. Kann ich? Hier entlang. Ach, da ist sie doch. Stell mich wieder an. Es speichert. Hast du ihre Apfelgesichter gesehen? Ich bin Arnaud. Elise. Elise. Ich begleite meinen Vater. Genau wie ich. Wichtige Geschäfte mit dem König. Was machen wir als nächstes? Hör doch. Keine Bange, hier drin werden sie uns nie suchen. Es war meine Schuld. Ich hab den Apfel genommen. Mal sehen, wo die hingehen.
passiert? Na los, komm! Ich hoffe, dass diese traurige Affäre eure Meinung von unserer Nation nicht beeinträchtigt. Beurteilt Nationen nach dem Charakter ihrer Verbrecher. Elise! Vater? Und ihr müsst alle Barbaren. Komm her, Kind! Sofort! Vater? Traurig, ne? Traurig, traurig. Und sowas passiert jeden Tag, immer noch. Auf der Welt natürlich. Auch traurig. Ja, das Spiel hier nennt sich Assassin's Creed Unity. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal gesagt habe. Wir sind jetzt 13 Jahre später im Bezirk Ricoli. Und die Uhr ist immer noch kaputt. Du kannst nicht ehrlich verlieren, also wirst du zum Dieb, du Bastard! Nur die Ruhe, Victor. Ich kam nur wegen meiner Uhr. Es ist meine Uhr. Ich hab sie gewonnen. Wäre die Welt gerecht, Victor, dann gebe ich dir recht. Doch die Welt ist nicht gerecht. Dies ist Frankreich. Du bist ein toter Mann. Mach mal halblang. Du tust dir noch weh. Die Uhr. Die ist vom Papa. Gerade habe ich noch mit deinem Bruder gesprochen. Hugo, hol die Maréchal. Warte doch mal. Ich mach schon, Victor! Ich lasse ihn nicht ein! Hallo! Hey, wo die Uhr? Aha. Alles klar. Pardon, Madame! Geht mir aus dem Weg! Hau da! Meine Herren, bitte! Wir können doch über alles reden! Die Musik ist ein bisschen laut, ich weiß, das werde ich nachher auch ändern, aber jetzt ist es erstmal so. Ich bin auch nicht stubenrein, nein, nein. Lauf! Ich rammel ihn! Ja. Du kannst Fuhr vermutlich nicht einmal lesen. Komm hierher und sag das nochmal! Oh! Hoch! Ein kluger Mann weiß, wann er aufgeben muss, Victor. Ich kann jetzt keine Tipps lesen. Ich kann nicht. Ups, ups. Die verfolgen mich immer noch. Objekte unterqueren, nicht rammen. Ich hab Angst. Ich lauf noch weiter. Ich lauf einfach weiter. Geschafft. So, jetzt gucken wir mal in die Option reinen. Reinen vor allem. Musiklautstärke. Ja, das machen wir auf 5. Effekt machen wir auf 9. Sprachlautstärke lassen wir so. Sprache Deutsch, Deutsch, Untertitel an. Ist das jetzt so geblieben? Ja. So, was soll ich denn jetzt machen? Zum Anwesen von De La Serre gehen. Objekte über- oder unterqueren. 108 Meter. Gucken wir uns hier. Und ich müsste mal an den Controller was machen. Das gefällt mir auch nicht so gut. Kann man das hier irgendwo einstellen? Steuerung? Anpassen. Nein, ich habe einen Controller. Steuerung? Ach, hier.
machen wir mal 3 bei beiden. Ja, so gefällt es mir erstmal besser. Wir sollen Objekte über- und unterqueren. Haben wir denn hier welche? Ich bräuchte einen Marktplatz. Ich würde das gerne noch schaffen. Aha, okay. Hier den Wagen. Geht das da? Warte mal. Mal gucken, geht das nochmal? Oh, Entschuldigung. eigentlich ist mir gar nicht nach Lachen zumute, aber... Adlerauge? Aha. Entdeckung gehen A. Ach so, und das lädt sich dann wieder auf. Okay. Hier ist so ein Ding. Rechentrick erhalten. Da klettert er rauf. Das ist doch rechts. Entdeckung gehen. Ach so. Und einfach gegenlaufen. Okay, 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 okay. Das habe ich schon wieder vergessen. Da ist ein Seil. Huch. Also, eine balancierbare Wäscheleine. Okay. Das gefällt mir. Ich muss das... Ah! Der Schrei. Hier müssen wir hin. 68 Meter. Aha. Er klettert nicht hoch. Ach so, ich habe den Trigger nicht gezogen. Das ist unser Ziehvater. Hallo. Da ist er. Und wo auf Gottes Erden hast du bitte gesteckt? Ha! Hab ich dich, du kleiner Scheißer! Nur ein kleines Missverständnis, keinen Grund zu... Euer Meister beherbergt einen gemeinen Dieb. Am helllichten Tag brach er bei mir ein und stahl meine Uhr. Tat er das? Nun, die Marie-Chaussee wird sich dieser Sache bestimmt gerne annehmen. Welcher Sache, Olivier? Eine ernste Anschuldigung gegen euer Mündel, Monsieur. Er hat gestohlen! Und was, bitteschön? Warte in der Bibliothek auf mich. Sieh mich bitte nicht so an. Victor betrügt, wenn er Karten spielt. Das weiß doch jeder. Dann spiel mit ihm nicht Karten. Hallo? Mit wem redest du? Mit mir, Monsieur. Du wirst dich freuen, dass Olivier die Marie-Chaussee auf meinen Drängen nicht einschalten wird. Mal wieder. Je vous remercie, Monsieur. Das war jetzt das 6. Mal? Das 7.? Ein anderer Zeitvertreib wäre gesünder für dich. Nun, meine Art des Kartenspiels bietet mir viel frische Luft und körperliche Ertüchtigung. Wir reden später weiter. Ich habe in der Stadt zu tun und muss Elise abholen, bevor ich anfangen kann. Elise ist hier? Nur für eine Nacht. Sie kehrt gleich morgen früh nach Paris zurück. Sie braucht Begleitung, oder nicht, wo ihr so beschäftigt seid? Es reicht, wenn einer von euch hier herumwütet. Bleib hier und sieh, ob Olivier eine Aufgabe für dich hat. Die hat er sicher. Was war das? Bitte, grüßt Elise von mir. Erinnerung abgeschlossen. A, fortfahren. Hey.
Da ist doch nichts. Schwierigkeit. Keine Ahnung. Zurück zum Spiel. Ach, hier. 0-0 Koop. Also Koop-Mission werde ich hier nicht hinkriegen, aber das denke ich mal schon. Und das sollten wir vielleicht auch alles hinkriegen. Diese Erinnerung bewerten. Ja, das gab's früher mal. Objekte über- und unterqueren nicht rammen lassen. Habe ich das hingekriegt? Oh, wie haben denn das gemacht? Und jetzt? Fortfahren. Wie spät ist es eigentlich? Ach! Datenbank freigeschaltet. Da. Entschuldigung. Im Vollbildmodus ansehen, als... Da kann man was lesen. 0F, 0A, 00A. Wir haben ja gar nichts. Das ist ja wie im wahren Leben. Da habe ich auch nichts. Gut. Da stehen welche und erzählen. Wie gesagt, das Spiel ist von 2016. Das ist jetzt 8 Jahre her. Das ist immer noch in Ordnung, ne? Hier ist eine Truhe. Hier ist eine Truhe. Wo ist denn die? Warte mal. Ich sehe keine Truhe. Hier ist eine weiße Truhe. Hier. Kann ich die aufmachen? £100. Hier ist noch eine blaue Truhe. Die kriegen wir bestimmt nicht auf. Die ist auch nicht hier. Können wir noch höher? Nee, aber wir können noch runter. Das gucken wir uns noch an mit der Truhe. Ich habe gesehen, dass ich elendig viele Truhen übrig gelassen habe. Da ist der Typ, wo wir hin müssen. Da will ich nicht hin. Ich kann leider nicht sehen, in welcher Höhe die Truhe ist. Ich will nochmal in diesen Raum schauen, aber das kann eigentlich nicht sein. Hier kann man aber raus. Hier könnte ich raus. Und da unten ist die Truhe. Was passiert jetzt? Die kriege ich auch auf. Gut, wir gucken nochmal auf die Karte. Wir gucken nochmal auf die Karte. Ja, hier ist so ein Ding zum Freischalten und da auch. Ist das... Kann man die auch größer machen? Ja. Das ist aber noch weiter weg. Ich werde erstmal zu ihm nachher gehen. Das machen wir aber in der nächsten Folge. Kann man hier speichern? Kann man hier speichern? Meh. Gut, nächste Folge geht's weiter. Tschüss!